Hallihallo, ich bin gerade auf großer Live-Tour mit Hänslers schnelle Nummer durch Deutschland und Österreich. Ihr könnt gerne mal auf eventim.de mal schauen, gibt noch Tickets hier und da, dann sehen wir uns vielleicht auf Tour. Und jetzt geht's aber los. Läuft oder was? Oha, Hänslers schnelle Nummer. Das fühlt sich aber auch geil an, ne? Das muss man sagen, Aubergine ist ein Gemüse, wenn das so ein bisschen blank poliert ist. Das hat schon was. Herzlich willkommen bei Hänslers schnelle Nummer. Hab ich auch schon gesagt, ne? Heute gibt's ein Aubergine. Warte, ich mach mir eben sauber. Ein Aubergine-Auflauf. So, ich esse ja selber, also insofern ist das ja wurscht. Und dafür schneiden wir diese Aubergine. Ich schneide es hier oben ab, dass ihr euch nicht wundert. Hier ist so ein bisschen so eine faulige Stelle, habe ich gerade entdeckt. Wir schneiden die Aubergine mit Schale, wichtig, ne? In grobe Würfel. Ja, den nehmen wir noch mit. So, und zwar sieht das Ganze so aus. Das mache ich jetzt mit der restlichen Aubergine und dann wird sie in Olivenöl angebraten. Wichtig immer, Aubergine, wenn ihr sie so bratet, braucht viel Öl, ne? Die braucht Öl. Und ich brauche das Geld aus euren Taschen, was ihr für dieses Öl bezahlt. Lustig drauf war der Ferdi. So, pass auf. Dann das ganze Brät. Wir nutzen die Zeit und halbieren so kleine, schnuckelige Rispentomaten. Weil die kommen nachher auch noch dazu. Um das Ganze zu gratinieren, machen wir jetzt also eine Masse aus Frischkäse. Haben wir hier. Creme fraiche. So, und dazu Sahne. Und das Ganze jetzt mit dem Schneebesen oder wie ich hier mit dem Rührgerät aufschlage. Nach kurzer Zeit hören wir auf, also das hat sich jetzt alles vermengt. Und jetzt hauen wir 3 Eier dazu, also 3 ganze Eier. Und dann schlagen wir das Ganze weiter auf. So, ja, passt schon. Weil es muss ich einfach nur richtig vermengen. Darum geht's, ne? Dann muss das Ganze gewürzt werden. Hätte man natürlich auch schon vorher machen können, ne? Dann hätte man das gleich mit vermengt. Salz, Pfeffer. Und jetzt in diesem Fall empfehle ich euch, geht natürlich auch ohne, aber bringt natürlich mehr Geschmack. Gemüsegewürz einfach rein, eine ordentliche Ladung. Dann rührt man es nochmal durch. Und dann geht's weiter. Perfekte Auberginenwürfel. Bisschen noch ansalzen. Ja. Und jetzt alles hier in unsere Masse. Ja. Tomaten auch dazu. Und dann kommt noch dazu ein halber Feta-Käse ungefähr, würde ich sagen. So. Den bröseln wir jetzt auch noch fein rein. Dann haben wir noch ein bisschen Oregano. Guck mal her hier. Das haben wir hier, Leckerchen. Überall dieser scheiß Käse an den Datteln. So, hacken wir auch ein bisschen rein. Fällt mir gerade ein, wir haben gar kein Oregano-Gewürz, das kann ja wohl nicht sein. Oregano-Geriebel brauchen wir. Ja, genau. Das kann es ja wohl nicht sein. Nicht, dass die Leute das wirklich noch frisch kaufen. Jetzt hier, schön durchrühren. Vor allem, dass der Käse sich vermengt. Aubergine, Tomate. Und das Ganze gießen wir jetzt hier in der Auflaufform. So. Guck mal, das sieht doch richtig lecker aus. So, richtig schön eintunken lassen. Jetzt könnte man natürlich direkt, ich habe ein bisschen viel Flüssigkeit. Guck mal, Live-Diskussion. Könnte ein bisschen, obwohl Stock durch das Ei natürlich. Das ist ja natürlich schön. Jetzt kann man gucken, ist ja nicht wie ein Kartoffelgratin, ne? Also man hat jetzt hier so eine Masse durch das Ei. Meine erste Intention wäre gerade, vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, so ein Auflauf braucht ja auch nicht nur das Gemüse oder die Tomaten in diesem Fall, sondern auch ein bisschen die Masse. Deswegen lassen wir es jetzt so. Was wir jetzt aber noch machen, wir nehmen jetzt ein bisschen noch von dem Feta-Käse oben drauf. Dass das die letzte Schicht ist. Und dann geht das Ganze bei 185 Grad Umluft in den Ofen. Wie lange, sage ich euch danach. 30 Minuten bei 185 Grad. Guckt es euch an.
Ist ein Gedicht. Ein Gedicht. Auskühlen lassen und dann heißt es guten Appetit. Ach, guck mal, so muss ein Auflauf aussehen. Schön gestockt. Innen aber noch saftig. Ich glaube, es wird trotzdem sehr heiß sein. Fang mal vorsichtig an. Das ist aber schön. Das ist aber schön. So, ich merke sofort die Saftigkeit durch die Tomate. Oh, geil. Der Fehler. Gibt mir wunderbare Würze. Aubergine. Zerfließt im Mund. Boah, das sieht nicht nur gut aus, das schmeckt auch richtig lecker. Geil. Happy Day. Schnitt zur Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für unseren Auberginen-Tomaten-Auflauf braucht ihr eine Aubergine, 15 kleine Tomaten. Dann braucht ihr 3 Eier. Was heißt denn das da drüber? Eier, ein Feta-Käse. 5 Stiele Oregano, 75 Gramm Frischkäse, 75 Gramm Creme Fraiche, 50 Milliliter Sahne und ich habe gewürzt mit Salz, Pfeffer und unserem Gemüsegewürz. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.